Ich denke, ich möchte jetzt mit der Diskussionsrunde beginnen, damit wir gemeinsam diskutieren. Ja. Vom Thema her soll die Diskussion gehen, Astronomen, Astrologen, es kann aber beinhalten natürlich auch Astrologie und Gesellschaft. Diese Wechselwirkungen, auch wo stehen die Astrologen in der Gesellschaft, wie ist der Zusammenhang Astrologie, Wissenschaft oder Anerkennung oder wie auch immer. Und das sind ja, je nachdem, wo man das anschaut, auch verschiedene Facetten drin. Und jetzt, ich finde in der Schweiz momentan noch eine interessante Entwicklung, Homöopathie, Komplementärmedizin, das hat ja recht Verwandtschaft so in den Wertediskussionen, wenn es auch um die Diskussion um die Astrologie geht. Und vor 20 Jahren waren die erste Bestrebung, dass die Komplementärmedizin auch aus der Grundversicherung bezahlt werden müsste. Das ist dann irgendwie auch noch provisorisch aufgenommen worden, dann wieder hin und her, dann wurde es wieder rausgeschossen und jetzt ist es provisorisch wieder bis zum nächsten Jahr drin. Und jetzt, weil das Provisorium ausläuft, sind jetzt Bestrebungen im Gang, das jetzt einfach regulär in den Leistungskatalog aufzunehmen, dass es als gleichwertig gilt. Und es sind momentan keine Opposition mehr vorhanden. Es wird kommen. Das heißt, hier ist eine gesellschaftliche Entwicklung passiert. Und eine andere Entwicklung, die auch passiert ist, Komplementärmedizin in der Schweiz. Wir haben nicht den Heilpraktiker, diese Ausbildung, dass man auch als Nichtarzt heilen darf. Also auch vom Beruf her. Auch Astrologen dürfen, ja, die sagen, sie machen Therapien oder heilen, das ist den Ärzten vorbehalten. Aber jetzt hat es gibt so Ausbildungsrichtungen in der Schweiz, die nennen sich eidgenössischer Fachausweis oder eidgenössisches Diplom. Und das ist etwas nach einer Berufslehre schon eine höhere Weiterbildung und ein recht guter Status. Und jetzt haben die Komplementärmediziner erreicht, dass sie solche eidgenössischen Diplome ausbilden können und abschließen können. Das finde ich auch ganz speziell. Klar, es kann man sofort von den Berufsesoterik-Kritikern in der Schweiz, also Hugo Stamm natürlich, ja, Weltuntergang, jetzt dürfen die alles machen und müssen noch von der Krankenversicherung bezahlt werden. Aber ich finde es eine interessante Entwicklung, wie sich auch dieser Bereich jetzt etablieren konnte. Und es ist auch für mich ein Beispiel, ja, wir Astrologen könnten das eigentlich auch anstreben, eine offizielle Berufsausbildung, die auch vom Staat anerkannt würde. Nicht der Staat bildet aus, wir bilden aus, aber es ist eine Berufsprüfung, die dann von einer staatlichen Stelle abgenommen wird und hat dann auch einen entsprechenden beruflichen Status. Das versuchen wir ja schon. Klar, ich denke, da ist man überall dran, aber ich finde es auch interessant, da hat sich was bewegt. Mhm. Ja. Ja, und ich denke auch, wir haben auch schon festgestellt, in allen deutschsprachigen Ländern, die Situation ist recht unterschiedlich. Was ich Peter Freis, darf ich dich vielleicht kurz bitten, zu sagen, was in Österreich passiert ist. Ich meine, da war ja die Astrologie lange, man durfte Astrologie betreiben, Steuern zahlen, aber es war eigentlich nicht erlaubt. Naja, nein, also es ist Astrologie mein freies Gewerbe gewesen. Das heißt, in Österreich ist es so, in dem Augenblick, wo ich einer Tätigkeit nachgehe, die damit verbunden ist, dass ich Geld verdiene, ist es ein Gewerbe und dann gibt die Gewerbeordnung und damit muss ich auch Steuern zahlen. Hat aber auch den Vorteil, dass ich eine Pensionsversicherung habe und so weiter. Allerdings das mit der Astrologie, das war immer ein Randgebiet und hat keine eigene Berufsvertretung gehabt, sondern da hat es eine Abteilung gegeben, da hat man alles zusammengeschmissen, wo man nicht wusste, was man damit anfangen soll. Also da waren die Kartenleger dabei und die Hälse und was weiß ich. Was alles. Und vor jetzt ungefähr 7-8 Jahren ist es mir gelungen, die Astrologie als eigene Berufsgruppe in der Wirtschaftskammer sozusagen zu etablieren. Und das heißt, es gibt so als Vergleich zu der alten Handwerkskunst, eine Innung hat man das genannt. Ja, ich weiß nicht, ob der Begriff irgendwie. Also das heißt, es gibt eine offizielle Vertretung und es gibt zum Beispiel Ethikrichtlinien, die einfach definieren, wie gehen wir jetzt mit Klienten verantwortungsvoll um. Es gibt ein Berufsbild sozusagen und es wird seit Jahren, also ich habe vor vielen Jahren damit begonnen, die Ausbildung irgendwie, also Empfehlungen sozusagen für eine Ausbildung zu entwickeln, was braucht ihr eigentlich? Und das ist aber bis heute nicht gelungen.
und ist auch ungeheuer schwierig. Also auf der einen Seite haben wir den Vorteil, dass wir alle Astrologen an einem Tisch haben. Also das heißt, es geht in Österreich nicht über die Vereine, sondern alle, die also wirklich professionell arbeiten, sitzen an einem Tisch. Aber es sitzen auch sehr verschiedene Schulen sozusagen an einem Tisch. Und wie ich die Ausbildung jetzt, und es gibt in Österreich noch eine Fraktion, die sehr stark klassisch sozusagen orientiert ist. Und die haben natürlich jetzt, was die Beratung anbelangt, einen völlig anderen Approach als ein psychologischer Astrologe. Und die Schwierigkeit ist, wie bringt man das eigentlich unter den Hut? Und im Augenblick schaut es irgendwie schlecht aus, weil es einfach zur Folge hat, dass man nach unten nivelliert sozusagen. Und damit das aber die Sache eigentlich sinnlos war. Also das mit der Ausbildung ist ein ungeheuer schwieriges Problem. Also, wobei es auch ganz wenig Schulen gibt, die sich wirklich also jetzt um Beratungstechnik kümmern. Und die Astrologie wird ja dann erst sozusagen gefährlich, wenn wir unser Wissen anwenden an andere Menschen. Und wie macht man das, damit es für den anderen wirklich hilfreich ist? Und welches Weltbild steckt dahinter? Was für Auffassung von Menschen steckt dahinter? Und ein Stundenastrologe hat da wirklich ein völlig anderes Menschenbild als ein psychologischer. Ne? Und ist das überhaupt vereinbar? Ist das so? Ist das so? Ist so. Also aus meiner Sicht schon. Oder ich weiß nicht, ich erinnere mich an Diskussionen, nie Henkel van Sloten, scheint es schon so zu sein. Naja, ich meine, ich sitze hier mit dem Psychologen und die Therapeuten auch schon, also ich sehe da nicht das Thema. Da wird, glaube ich, etwas künstlich auf eine Unterschiede geschaffen, die meines Erachtens so nicht stimmen. Ja, und vielleicht hat sich da auch ja schon einiges geändert, wenn du sagst, ich erinnere mich an Diskussionen, ich erinnere mich auch an Diskussionen vor 30, 40 Jahren, also die waren schon anders als heute. Ja. Ja, es verändert sich ja auch. Ja, ich auch eine Diskussion mit den Kollegen und bisher ist es ihm nicht gelungen, das unter den Hut zu bringen. Ja. Ja, danke dafür. Ich denke, das ist wirklich auch speziell in dem Sinn, dass es jetzt in Österreich ein viel etablierterer Beruf ist, als jetzt auch zur Zeit in der Schweiz und ich denke auch in Deutschland. Oder? Wie kannst du sagen, zum Beispiel, wie es in Deutschland ist? Ich komme von der Schweiz und kenne die Situation nicht so. Braucht ihr auch einen Anschluss an eine Berufsgenossenschaft oder Innung oder sowas? Oder Nein, seid ihr auch freie Berufe? Oder? Jeder ist freischaffender Künstler, sage ich mal. Und wir haben halt durch den DRV und durch die Prüfung und durch den DRV-Ausbildungszentren natürlich einen gewissen Qualitätsstandard, so sicher wie in der Schweiz auch. Also der ist nach innen, der ist ja nur sozusagen nach innen gültig, dieser Qualitätsstandard. Der ist ja gut, aber die darum wissen, die sich erkundigen, die wissen, die wissen eben darum, ja. Aber was ich so bemerkenswert fand, die Entwicklung in Deutschland, die Helen Fritsch, die hat sich ja unglaublich ins Zeug gelegt und hat in Hamburg diese Anerkennung bekommen beim Arbeitsamt und so weiter. Die Absicht war natürlich dahinter, das auch von den Ämtern anerkennen zu lassen. Aber das hat einen unglaublichen Hype in den öffentlichen Medien gegeben. Dann hieß es, jetzt bezahlt der Bürger auch schon die Wahrsagerei, nach dem Motto. Und das zeigt so ein bisschen diese wahnsinnige Diskrepanz zwischen denen, die offen sind oder bereit wären, sich dem mal anzunähern, was dann eben durch solche Pauschalaussagen aller Bildzeitung wieder kaputt gemacht. Ja, wobei ja der Bürger viel mehr der Wahrsagerei angetan ist wie der Astrologie, oder? Und diese ganzen Telefoncalls. Naja, sicher. Ich bin ja vollkommen deiner Meinung, das ist ja das Problem. Ja? Und je mehr das von den öffentlichen Medien unterstützt wird, umso mehr wird das ein einziger Brei. Ja. Also ich kann zu dem, was er gerade sagt, mit dem Boom was sagen, weil ein Freund von mir
mit dem er vor vielen, vielen Jahren unter anderem auch so Sachen wie Tatort produziert hat, ist in seinem Spätherbst seiner Existenz als Produzent bei Astro TV gelandet. Mhm. Und wir treffen uns relativ regelmäßig in einem schönen Ort Karwitz und sitzen am See und schauen in die Sterne. Und dann sagt er, also inzwischen boomt es ja wieder. Und ich sage, erzähl doch mal. Und es ist faktisch so, dass diese Firma definitiv nach den astrologischen Zyklen hoch und runter mit der Beratungstätigkeit wiedergespiegelt in den Umsätzen funktioniert. Das ist unglaublich. Dann sitze ich da und sage, ja, ja, klar, wir haben jetzt ja das und das. Und er so, ja, ja, das stimmt schon, irgendwas funktioniert da. Also der ist totaler Skeptiker. Aber ablesbar an den Zahlen von, das ist ja heute nicht mehr Questico, das ist eine andere Firma, ist es wirklich so, die Planeten führen zum Umsatz. Das ist gigantisch. Naja, wir würden ja alle gern verdienen, aber die Frage ist eben wie. Und diese Nähe zur Wahrsagerei, die stört uns selbstverständlich, aber eigentlich sind es doch die Astrologen selbst sozusagen, die dafür sorgen, dass dieser Ruf entsteht. Zu jedem Jahreswechsel sehen wir diese idiotischen Prophezeiungen. Also von wem kommt denn das? Ne? Astro TV. Das sind doch alle sozusagen Astrologen, die ihre Astrologie gelernt haben. Das sind doch geprüfte Astrologen, die ERV dabei. Ne? Und Markus Seele hat das einmal so schön den Straßenstrich der Astrologie genannt. Und warum wird das akzeptiert sozusagen? Nicht? Also wir brauchen uns nicht aufregen, dass die Gesellschaft irgendwie diesen Blick auf uns hat. Wir produzieren diesen Blick sozusagen und wo sind die Kräfte, die da irgendwas dagegen tun, das frage ich mich. Ich denke, man muss hier auch immer unterscheiden, oder ich unterscheide hier die Trivialastrologie und halt die Fachastrologie. Die haben halt irgendwo einen Zusammenhang, die Trivialastrologie können wir Fachastrologen in dem Sinne halt nicht groß steuern. Oder wir können dort wollen wir auch keine Vorschriften sehen. Nein. Also ich glaube zum Beispiel, also ich nenne das auch Unterhaltungsastrologie, die Zeitung so auskommt. Mhm. Aber ich glaube, die sind von jedem als Unterhaltung wird irgendwie akzeptiert und die schaden uns im Prinzip nicht. Sondern der Schaden entsteht doch sozusagen erstens durch diese blöden Prognosen und zweitens durch diese Beratungen, wo wirklich Menschen, ich weiß nicht, missbraucht werden sozusagen, nicht? Und da hört sich der Spaß und die Unterhaltung doch eigentlich auf. Nicht? Und die Frage ist, warum lassen sich, also zum Beispiel in Deutschland, warum lässt sich der ERV das gefallen? Und, oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, dagegen was zu unternehmen? Ja, eben, das ist die Frage. Ja, zum Verständnis. Ich habe das nicht ganz verstanden, was du meinst du damit? Dass jemand, ein Astrologe, der eine Prognose erstellt, automatisch sozusagen Sondern ich meine diese Jahreswechselprognosen nicht, was nicht alles passieren wird sozusagen. Ja. Also das heißt, wo es in Wirklichkeit keine Begründung gibt, was der fachlich überhaupt nicht begründen kann. Okay, also ich habe es nicht allgemein von einer. Nein, ich habe nichts gegen Nein, sondern es geht um die fachliche Begründung, nicht? Und wenn ich kann ja Prognosen machen, wahrscheinlich nicht von konkreten Ereignissen oder so. Ja? Aber wir können selbstverständlich Zeitqualitäten beschreiben. Nicht? Und zwar so beschreiben, dass die Freiheit des Einzelnen nicht beschränkt wird. Und die Astrologie wird eben immer dann gefährlich, wenn sie die Freiheit nimmt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung einer astrologischen Qualität. Also wenn ich beobachte, wie mein Weg von der Astrologie geht, zu immer mehr Wissen in der Astrologie vielleicht oder Entwicklung, aber auch zu einer immer größeren Ferne zu Astrologen, notgedrungen, dann spiegelt da sich so diese gesellschaftliche Meinung zur Astrologie. Ich hatte mal gedacht, ich hätte die Freiheit zu lernen, an der Uni was zu machen, Artikel zu schreiben, noch eine Ausbildung und so weiter und dachte, da kannst du immer mehr für die Astrologie tun. Faktisch ist es so, dass ich immer weniger für die Astrologie machen kann, bis es dazu geführt hat, dass ich gebeten habe, dass ich aus der Liste der beratenden Astrologen rauskomme beim DAV, dass ich möglichst nicht mehr erscheine irgendwo, weil ich Schaden erlebe, ob es in der Universität ist, ob es bei der psychoanalytischen Gesellschaft ist, gegenüber der Krankenkasse, gegenüber universitären Einrichtungen. Da kann ich Doktortitel machen, da kann ich Untersuchungen machen an der Uni.
der Effekt ist immer das Gegenteil. Halt dich da fern, sage nicht, was du publiziert hast, mach deine astrologische Publikation, verschweige sie, mach dich unmöglich, du kannst da nicht mehr landen und da. Die Folge ist, was für einen Trick habe ich mir einfallen lassen, meinen zweiten Namen, einfach von das nicht ausmachen, das Ding, weil es schon gar nicht geeignet, dass das dann irgendwo veröffentlicht wird. Meine Praxis als psychologische Psychotherapeutin, die Psychoanalyse mache ich unter Gertrud Volkmar und meine astrologische Sache unter Ulrike, dass man nämlich unbedingt mich als Identität wahrnimmt, weil das sonst mir zu viel Schwierigkeiten bereitet. Dann habe ich schon überlegt, wie schade, eigentlich müsste man angetreten, um was für die Astrologie zu machen oder das zu vertiefen und muss das eigentlich offiziell immer mehr verschweigen, weil die Feindschaft ist so enorm groß, dass man sich so nur spüren kann, wenn man selbst mal da reingetreten ist. Ich habe über die Universität diese Veröffentlichung gemacht. Wer hat sich eingemischt? Das Innenministerium wurde eingeschaltet von einem Sektenbeauftragten der katholischen Kirche, ob die Universität überhaupt so ein Thema, was Astrologie berührt, machen würde. Und was ist dieser Professor durch das gemacht hat, Kapazitäten der Psychoanalyse und so dermaßen bekannt, dass er gemeint hat, er lässt sich doch nicht reinquatschen, was die Universität für Themen bringen kann. Aber es ist höchst schwierig, wirklich offiziell mit der Astrologie irgendwo zu landen. Und die Stimmung wird immer schlechter. Ja, ich sehe es nicht so. Also natürlich stimmt das für viele Universitäten, aber denken wir daran, es hat gerade vor, ich weiß nicht, vor 14 Tagen der Schöner in Hannover seine Antrittsvorlesung gehalten. Und der hat sich habilitiert mit einer Schrift über die Astrologie. Allerdings innerhalb, als Religionsphilosoph innerhalb der Kulturwissenschaften. Also naturwissenschaftlich haben wir keine Chance. Aber innerhalb der Kulturwissenschaften geht es sehr gut. Oder ich habe auf meine alten Tage jetzt noch ein Psychologiestudium gemacht und bin jetzt gerade mit meiner Bachelorarbeit fertig über Astrologie. Hatte das Mastergespräch und die Uni ist unglaublich interessiert, sozusagen, was sich da auftut. Und habe die größte Unterstützung, die man sich nur vorstellen kann. Ja, ich glaube, ja? Historisch gesehen ist das auch verständlich, weil es ist auch ein historisches Thema. Ich habe auch in meinen Kreisen Astronomen, die solche astrologischen Themen historisch untersuchen. Ich glaube, das ist auch gar nicht deswegen. Eher wird es kritisch, wenn die Astrologie selbst als heutiger Gegenstand ernst oder untersucht wird. Und ich glaube, das ist genau das Dilemma, das Problem ist. Das Problem ist, wenn man Beratung wird und das irgendwo macht, aber das ist auch nicht die Schwierigkeit. Es gibt in gewissem Maße so einen Mainstream, die nicht wollen, dass sich diese Welt nicht irgendwo hoffähig wird. Ja, aber Ulrike, müssen wir uns da wirklich dem unterwerfen? Das ist doch die Frage. Also, es ist die Frage, was man sonst noch vorhat in seinem Leben. Und ich glaube, aber es ist nicht gut, also ich brauche mich nicht mehr unterwerfen. Aus mir muss nichts mehr werden. Aber vielleicht ist das ein Vorteil. Also ich kenne hier auch Beispiele in der Schweiz, wo es ähnlich läuft. Das Problem sind dann Leute, die im öffentlichen Dienst angestellt sind in höheren Positionen. Und dann kann eben heute, wie man so sagt, Shitstorms losgehen halt. Und das ist dann der Druck, den man hat, und dass man dann vielleicht wegen dem dann den Job verlieren kann. Und darum hält man es ruhig und sagt nicht, ich mache Astrologie. Also das kenne ich in der Schweiz auch, solche Situationen. Ja. Ja. Ich kenne es auch von dieser Diskussion. Ich bin so einer Diskussionsgruppe, ich bin da aktiv überhaupt nicht beteiligt. Das Herr Astro, das ist ein Historiker der Astronomie. Und da ist es ganz deutlich spürbar, sobald irgendwie es ein bisschen in Richtung irgendjemand etwas in Richtung Astrologie sagt oder kommt, dass da kommt teilweise richtig Shitstorm. Also ich meine, es sind Akademiker, ja, das ist jetzt nicht das Problem, aber man spürt das regelrecht, die Feindseligkeit, die wirklich auf höchsten Ebenen der Akademie da ist gegenüber der Astrologie. Und es ist spannend eben auch zu sehen, dass das, was Peter sagt, kann ich, das sehe ich auch so, in diesem kulturhistorischen Bereich ist da sozusagen am ehesten einen Fuß reinzubringen in die Tür. Aber trotzdem ist es bisher, es ändert sich, aber es ist hauptsächlich sind es Leute, die auf die Astrologie schauen, als ein seltsames Objekt der Untersuchung, ne, der historischen, kulturellen Untersuchung. Aber dieser Schritt sozusagen die Astrologie von innen aus, also sie als Gegenstand, wie soll ich das erklären, also als gültige
Disziplin anzunehmen. Der hätte ich gemacht. Das ist schon schizophren, dass man zum Beispiel jemand sieht, der die hellenistische Astrologie in- und auswendig kennt, ja, mehr als jeder andere Astrologe, der sich sozusagen intensiv damit beschäftigt hat. Ne? Aber ich habe mal einen Professor, der sowas gemacht hat, habe ich mir mal vorgestellt, ich bin der und der, und dann war seine Antwort, seine Begrüßung war, aha, Sie sind also ein Gläubiger. Und das ist jemand, der diese alte Astrologie in- und auswendig kennt, weil er die übersetzt hat. Also genau dieselbe Szene habe ich auch erlebt, und dann sage ich, ja, es gibt Astrologiegläubige und es gibt Wissenschaftsgläubige. Ja, das war meine Antwort an den Professor. Ja. Abgesehen davon, wir können einfach, ich weiß nicht, in gleicher Augenhöhe diesen Menschen begegnen, denn gerade in der Psychologie, also da soll man einer mal den psychischen Apparat von Freud beweisen oder so. Also das heißt, da sitzen wir absolut im selben Boot. Und wir müssen großzügig sein, weil woher haben die ihre Informationen? Also die meisten wissen doch überhaupt nicht, was Astrologie ist. Und es ist dann so schade, wenn wir sozusagen uns verstecken, anstatt denen einmal klar zu machen, schaut's an, was Astrologie eigentlich ist. Ihr beurteilt etwas, worüber ihr überhaupt keine Ahnung habt, und damit seid ihr außerhalb jeder wissenschaftlichen Redlichkeit. Nicht? Also wissenschaftstheoretisch heute locker mit jedem mit, das ist überhaupt keine Frage. Und wir brauchen uns nicht kleiner machen. Und ich empfehle, und ich möchte einfach Mut machen, auf Augenhöhe mit den anderen zu diskutieren. Und wir haben es nicht notwendig, uns zu verstecken, und wir haben es nicht notwendig, uns kleiner zu machen. Ja? Das ist ein anderes Problem. Jetzt sagte mal jemand, all das, was du machst, ich habe mich ja gerettet in Gesellschaft für Anomalistik, da bin ich ja nicht so schlechten Umgang, sag ich mal, bin ich auch mit Astrologie-Skeptikern verbunden. Aber alles, was du machst, hilft doch nun letzten Endes dem Astro-TV, hat mir nie gesagt. Du machst das, du bereitest den Boden, dass andere Scharlatane darauf gedeihen. Du gibst Argumente für die Astrologie, und wer greift sie auf und benutzt sie, sind doch genau die, die im Grunde die Astrologie nach unten ziehen. Und das hat mir halt schon zu denken gegeben, was mache ich denn? Tatsächlich, es greifen Leute auf und legitimieren etwas, was sie unter dem Namen Astrologie machen, was ich eigentlich nicht möchte. Nein, aber ich kann doch um Himmels Willen meine Arbeit nicht danach ausrichten, ja, dass andere mein Ergebnis missbrauchen. Also das hat ja nichts mit der Astrologie zu tun, das kann ich doch mit jeder Disziplin sozusagen. Also ich kann ja mit jeder Disziplin arbeiten. Ja. Also, das glaube ich. Aber ich denke, hier ist dann auch... gewisse Richtlinien, also der Ziel, Herr Preis, haben gesagt, irgendwie Ethikrichtlinien. Gibt es dafür die... Gibt es bei DRV auch? Haben wir doch auch. Ja, genau. Du hast, wenn du in DRV bist, hast du es unterschrieben. Ja, aber im Moment, aber eben, weil Sie ja gesagt haben, in der Ausbildung ist es so schwierig, irgendwie müssten diese Ethikrichtlinien ja auch in den Ausbildungen umgesetzt werden, oder? Also das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, sich da Das passiert doch. Ja, aber doch nicht, also eben die Schwierigkeit war ja, haben Sie gesagt, da in den Ausbildungen gemeinsame Richtlinien zu finden. Wie oft hat der DRV schon einen von AstroTV angeschrieben und hat gesagt, hör mal, du hast dich einen geprüften Astrologen, du hast eigentlich die Ethikrichtlinien gebrochen, nicht? Hat sowas schon einmal gegeben? Nein. Ja, also genau. In Wien haben wir, also das heißt, die Ethikrichtlinien sind ja heiße Luft, weil es überhaupt keine Konsequenzen gibt tatsächlich. Ja? Es sei denn, jemand würde sozusagen klagen, aber In Wien ist es uns gelungen, sozusagen für die Konsumenten eine Beschwerdekommission für Astrologen einzurichten. Das heißt, wenn einer, der die Ethikrichtlinien anerkannt hat, muss sich dieser Kommission stellen. Das haben wir aber doch auch. Wir haben doch sogenannte. Ja, aber das ist dann staatlich da. Ne? Ja, das ist staatlich. Das ist offiziell und nicht auf Vereinsebene.
Ja, gut, aber du sagst, der Lehrfrau macht das nicht. Also wir machen das genauso, wir haben nur noch nicht den Zugang zu den staatlichen Stellen. Ja, nein, und es geht eben darum, auch sozusagen darauf hinzuweisen, das ist nicht unsere Astrologie. Ja. Und das ist natürlich unglaublich schwierig, also ich mag ja das sehr gerne mit meinen Mars in der Nacht und in den Zwillingen. Aber natürlich wäre dann ich geschlagen, denn es gehört sich ja nicht, Kollegen zu kritisieren. Ich denke, es gibt viele andere Berufsgruppen, die sind staatlich geregelt. Wenn man dann in diesem Bereich tätig ist, ob man Ausbildungen hat oder nicht, man muss sich an ethische Richtlinien halten. Ja, und in der Astrologie denke ich auch, das wäre eine nächste Stufe von der Etablierung von der seriösen Astrologie, halt das versuchen zu erreichen, aber ohne, dass wir so einen Verbraucherschutz irgendwie organisieren, den da sagt, das ist ein richtiger Astrologe oder nicht. Also ist dann wieder schwierig, das umzusetzen. Ja. Müssten sich vor allen Dingen alle Schulen darüber einigen, dass sie dieselben Ethikrichtlinien haben und verfolgen. Bevor das nicht passiert, wird gar nichts passieren. Gut, ich denke, auch der VDA hat ja dort auch eine Rolle. Wir haben ja auch eine Ethikrichtlinie, die alle Verbände, die bei uns angeschlossen sind, auch wieder zusammen erarbeitet und unterschrieben haben. Ich denke, hier haben wir schon recht ein gutes gemeinsames Fundament. Oder die ISA hat ganz tolle Ethikrichtlinie. Ich glaube nicht, dass die Ethikrichtlinie gerichtet wird, das Problem sind. Man kann nicht, ich glaube nicht, dass es, halte ich nicht für so schwierig, eine Ethikrichtlinien hinzukriegen, wo die meisten Astrologen auch unterschiedliche Studien und Stunden sich da verbinden. Das, glaube ich, ist nicht so das Problem. Ich frage mich nur, ob nicht die Astrologie wirklich so dermaßen revolutionär ist. Ich finde, das ist sozusagen unser Weltbild, so dermaßen, wenn man es zu Ende denkt, konterkariert, dass es wirklich eine Akzeptanz vom Paradigmen her, vom Paradigma her, was herrscht, diese Akzeptanz nicht, noch lange nicht da ist. Und da, an der Stelle, bin ich da auch immer vorsichtig, wenn es heißt, Astrologie sollte vielleicht an die Universitäten, ich meine, diese Diskussion haben wir nicht mehr so, aber früher gab es ja so, aufpassen, dass wir uns da nicht sozusagen unterwerfen einem bestimmten Paradigma, einem bestimmten Weltbild, um die Astrologie hochwertig zu machen, weil das halte ich für problematisch. Und deswegen, glaube ich, sollten wir da entspannter sein, auf Augenhöhe, aber nicht unbedingt auf Biegen und Brechen sozusagen diese Anerkennung bekommen, wenn das bedeutet, bestimmten Paradigmen uns zu unterwerfen. Ich habe ja am Anfang einleitend etwas gebracht mit der Komplementärmedizin und der Homöopathie. Und eben dort geht es auch wieder um dieselben Wertediskussionen. Und dort ist es offensichtlich momentan möglich, jetzt in der Schweiz, dass es einen Schritt weiter geht. Ich denke, dass wir das versuchen sollten, in der Astrologie zu erreichen. Ich denke, das hängt auch mit der Gesellschaft, mit den neuen Generationen zusammen, die jetzt langsam hinzukommen, die mitbestimmen auch, dass es vielleicht auch eher möglich ist. Ja. In Deutschland ist das nicht so, mit der Homöopathie. Das ist eher gegenläufig, was die Krankenkassen betrifft. Oder zum Beispiel das Verbot, dass Psychotherapeuten nicht mit Heilpraktikern zusammenarbeiten dürfen. Muss man ja unterschreiben gegenüber der Krankenkassenärztlichen Vereinigung. Und die Krankenkassen, die versuchen, das mehr rauszudrängen. Es gibt ja irrsinnige Anstrengungen mit meinen antroposophischen Medikamenten. Und auch diese Bindung, auch so ein Fuß in andere Positionen hat. Das war eine sehr, sehr große Anstrengung, die noch zu halten, aber die werden auch nicht mehr bezahlt. Und dann auch, was der Impfdruck betrifft, also dieses Impfen müssen. Und auch noch so ein Punkt. Ganz schwierig. Und die Krankenkassen, die sind sehr restriktiv da. Also, nur ein Beispiel für das, was Gesellschaft und Astrologie anbelangt. Hier meine Schule, das ist ja meine Schule, wir sitzen im schwärzesten Zentrum von Köln. Ringsum uns sind Klöster und was weiß ich. Und Banken. Wir sitzen in einem Bankgebäude. Und was passiert? Darum klebe ich die Schilder jedes Mal, wenn ich ein Event hier habe oder so, neu dran, weil die immer wieder abgerissen werden. Ich komme morgens, sind alle Schilder wieder abgerissen. Sind die Schilder so beliebt? Möglicherweise. Ich hab immer das Gefühl, dass hier irgendwelche Katholiken nachts rumlaufen und gucken. Die Gegend säubern. Was würde ich machen? Ich habe natürlich das Glück, dass
mein Kompagnon hier, die Schule, die Rheinlandschule, das sind, der Inhaber ist ein Türke, dem ist das sowas von egal. Und mit dem bin ich jetzt schon 10 Jahre beschäftigt zusammen. Das klappt wunderbar, dem ist das wurscht. Aber der Umwelt nicht. Also das Allerkurioseste ist ja, dass Kirchen zusammenarbeiten mit Skeptikerverbänden. Ja. Das finde ich ja ganz seltsam. Ja, die Kirchen müssten doch eigentlich offen sein für diese religiösen, also diese Rückbindung, kosmische Rückbindung, diesen Gedanken. Ja, es gibt aber die arbeiten zusammen, zum Beispiel mit der GWUP, ja, wer das kennt, oder mit diesen Skeptikervereinigungen. Und die Skeptiker müssen ja auch die Theologie anzweifeln und als Pseudowissenschaft. Wir haben auch schon Vorträge und Diskussionen hier gehabt im Domforum, da sind wir sogar eingeladen worden, in der Alexander von Schlieffen und ich als Zentral meiner Schule. Da haben wir dann Diskussionen gehabt im Domforum. Das ging auch gut. Ja. Angelika, das. Ja, also jetzt wegen der Kirche, da finde ich, muss man auch daran denken, dass praktisch die christliche Religion die ganze das ganze astrologische Wissen ja aufgesaugt hat und umgedeutet hat. Also die werden sicher nicht rückwärts geht's nicht. Ja. Auch es geht immer rückwärts. Was? Bei manchen geht es immer rückwärts, sage ich. Ja, oder also ich, wenn wir die Astrologie stärken wollen, denke ich, dann macht es wenig Sinn, höchstens vielleicht auch zu zeigen, wie stark das tatsächlich in dieser Kultur zu sehen ist, wie stark es drin ist, wenn es auch unter anderen Namen dann auftaucht. Genau, so welche Fragen. Aber auch wieder die Idee, wie kann man die Astrologie oder die Stellung der Astrologie in der Gesellschaft stärken, das war ja auch ein Antrieb für dieses Symposium. Und zwar, man kann das nicht stärken, indem man sich gegen andere wehrt, sondern man muss eigene positive Inhalte in die Welt setzen. Und das wollen wir hier auch mit dem erzeugen, darum ist ja auch vorgesehen, das wird hier aufgezeichnet, ich versuche das dann später in Texte umzubauen, damit es in der Google-Suche dann auch erreichbar ist. Also ich denke, das ist ein Beitrag, den wir hier auch leisten können. Ja. Eine andere Idee ist mir noch gekommen, wegen gestern, ob es nicht einen Sinn machen würde, jetzt mal einen Katalog sozusagen zu erstellen, auf welchen astronomischen Beobachtungen oder Techniken oder Methoden die astrologischen Methoden aufbauen. Also dass man das einfach mal überhaupt überschauen kann. Also zu den Häusern, zu den Planeten, zu den verschiedenen Techniken der Progressionen und so weiter, dass man einfach mal eine Art Katalog macht, wie hängt das zusammen und diese verschiedenen Ebenen ordnet vielleicht und da dann weiter guckt. Ja, aber wer soll das lesen und was soll er damit anfangen? Ja, und eine Grundlage für Forschung zu der Vorstellung heute. Ich auch. Ja, ich auch, aber bitte schön. Aber die Vorstellung. Ja, aber verstehst du, das kannst du an einer Hand abzählen. Das ist ja. Da sind wir alle da. Nein, aber die Frage ist, was ist überhaupt astrologische Forschung und was brauchen wir? Das ist ein eigenes Kapitel. Ja, genau. Und das gehört zu den ganz schwierigen Dingen. Aber die Frage war ja, wie hängen Astronomie und Astrologie, inwieweit stimmt es denn, was wir astronomisch Es stimmt ja nicht sozusagen, nicht? Ja, aber vieles stimmt ja nicht. Und die Astronomen werfen uns ja zu Recht vor, dass wir mit jedem Radix so tun, als wären alle Planeten von der Erde gleich weit entfernt. Und wir berücksichtigen ja keine Breite und die Sekundärdirektionen sind sowieso alles reine Fantasie. Also da kommen wir nicht rein. Das ist kein Argument. Aber ich meine nur, werden wir nicht viel Verständnis ernten. Wenn man es genau so formuliert, innerhalb der strukturiert nachvollziehbaren Kritikwirkung, nicht. Ich wiederhole, was ich von den Astronomen immer zu hören bekomme. Ist vollkommen klar. Ja, und das ist ja ganz, ganz fundiert, wenn wir sagen, okay, der Trabant, Mond, Mittag auf Erde, dann sagt der Astronom, es gibt 174 Monde. Was ist das Besondere jetzt für die Erde? Entschuldigung, aber da lache ich doch drüber. Ja. Dann sollte man aber vielleicht mal drüber nachdenken, ob man nicht dann vielleicht auch, wer auch immer in der Lage ist, das zu programmieren oder sonst wie darstellungsfähig zu werden zu lassen,
da machen wir eben halt die Pluto-Monde mit rein, die Jupiter-Monde, das nennen wir dann Lumo, Plumo, ja, wie auch immer. Das sind Balkendiagramme und wenn die so und so stehen, dann ist es anders. Alles eine Frage der Empirie. Man kann den Gesichtsausdruck nachvollziehen. Es ist aber wirklich so, dass in der nachträglichen Betrachtung, zum Beispiel Galilei, der erste war der Neptun entdeckt, der hat ihn aber nicht gesehen, typisch Neptun. Also, dass aus der jeweiligen Astrologie und Astronomie-Historie, und da ist 2018 wahrscheinlich das interessanteste IAU-Treffen in Wien, ne, im August, wo eben halt auch die Astroarchäologie, die Astronomie vielleicht treffen könnte, wo wiederum eine fundierte Austauschsituation möglich ist, vielleicht nicht im Forum selbst, aber darüber hinaus, weil es geht immer darum, dass Menschen mit Menschen zusammentreffen, die in irgendeiner Form ja offensichtlich sich auch gegenseitig befruchten können, nicht ausschließen müssen. Das aber das Generelle, und das ist eben halt das Problem des öffentlichen Bildes, ist völlig zu Recht. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mit dieser hochtechnischen Information, die wir Astrologie nennen, ganz klar Missbrauch betreiben. Dagegen sich zu wehren, ist nachhaltig Blödsinn. Warum? Weil sich daraus das Bild nicht verändern wird. Es verändert sich ausschließlich durch die Klientenzufriedenheit, mit denen man sich über das Medium Astrologie austauscht, um eine lebensrelevante Struktur eventuell zu verändern, zu verbessern oder zu optimieren, was auch immer der Inhalt sein mag. Und diese Selbstverständlichkeit ist jenseits von Küchenpsychologie, von Mystik oder sonst was anzusiedeln, sondern einfach eine Austausch über eine Erfahrungswissenschaft. Und je höher man innerhalb der Empirie sich bewegt, desto eindeutiger ist auch die Qualität meiner Ansicht nach. Und dazu, das Ansatz des Themas gestern gewesen, geht es um einen intensivierten Austausch in kleinen Fragmenten. Also das, was heute möglich ist, es gibt ja unglaublich viele Menschen, die posten unter Sterne und Meer oder sonst wo auf Facebook. Man kann das aber auch völlig jenseits dieses Mediums zum Beispiel machen, mit anderen Verteilsystemen, die jeweils wiederum Links verteilen, kleine Meinungen, Tagesinformationen, wie auch immer, die ja keiner gezwungen ist, sich anzuschauen. Dazu habe ich noch einen speziellen Beitrag, den ich aber gerne im Nachhinein an dieses Symposium an die Beteiligten rausschicken möchte per E-Mail. Das Wort zurück an wer auch immer es fragen möchte. Ja, also ich plädiere für eine strikte Trennung zwischen Astronomie und Astrologie. Und die Astronomen sind einfach nicht, haben keine Kompetenz über die Astrologie etwas zu sagen und umgekehrt. Das heißt, wir müssen den Astronomen dankbar sein, sie liefern uns die Werkzeuge und sie liefern uns die Grundlagen. Aber jeder Naturwissenschaftler hat niemals gelernt, nach der Bedeutung der Dinge zu fragen. Das ist denen völlig wurscht. Ja? Und es ist genau die Trennung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften sozusagen. Und diese Trennung müsste ja mal völlig klar herausgestellt werden. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir um Anerkennung der Naturwissenschaft wollen. Das ist völlig sinnlos. Die haben einen völlig anderen Approach und sie sehen die Welt völlig anders. Dort geht es nur sozusagen um das Messen von Fakten und von unbelebter Materie. Unser Inhalt sind Menschen, ist das Leben und das lässt sich sozusagen nicht immer in Mathematik hineinpressen. Also das heißt, es ist was völlig anderes. Lassen wir den Astronomen das, was ihnen gehört, und wir kümmern uns um die Bedeutung. Und wir müssen uns es nicht mehr gefallen lassen, dass uns die Astronomen sozusagen immer dreinreden. Sie haben keinerlei Kompetenz, sie haben längst ihre Väter alle verraten und sie wissen überhaupt nicht mehr, was Astrologie überhaupt ist. Und verweigern konstant die Erfahrung, die eigene Erfahrung nämlich. Der Sinn der Astrologie letztendlich auch, zu sich selbst zu finden. Genau. Also genau. Ein seelisches Anliegen. Genau, das können wir aber Naturwissenschaftler nicht klar machen. Menschen, ne? Wir müssen uns mit dem Psychologen verbinden, wir müssen uns mit den Soziologen verbinden, also mit den Kulturwissenschaftlern, von mir aus mit den Religionswissenschaftlern. Die sind allen den Menschen wesentlich näher. Ja. So, Naturwissenschaft ist immer die unbelebte Materie. Es gibt ja jetzt nicht nur den Astronomen, der so dagegen ankämpft, sondern man hört jetzt mal, sagen wir mal, wirklich von höheren Astronomen, dass sie sagen, ich bin da nicht so kompetent, dazu kann ich nichts sagen, ist ja auch gar nicht Feld der Astronomie. Sondern ich erlebe einen größeren Krieg von irgendwelchen Amateuren, die gerne so machen, als ob. Ja. Und von hoher Seite kommt das gar nicht so. Ja. Bei den kreativen Astronomen ist das gar nicht so der Fall. Bei denen, die wirklich irgendwie eine Dissertation zu einem spezifischen Thema geschrieben haben, die wissen,
ja. Dass sie da nicht Kompetenz muss, aber auch nicht nach Frage. Ja, aber sie sind die Ausnahme. Also ich kenne zum Beispiel Bingeli, den Schweizer, ist da der Begriff? Ja. Nicht? Also der weiß, wovon man redet. Ja, okay. Nicht, und wir sollten uns wieder zurückhalten, astronomische Bemerkungen zu machen. Welcher wir? Also viele von uns sozusagen. Denn wenn ich lese sozusagen, was in manchen Astrologiebüchern an astronomischen Unsinn drinnen steht, dann ja, ist das auch schrecklich. Nicht? Oder gerade gestern habe ich wieder gehört, ja, Aszendent ist dort, wo die Sonne aufgeht. Oder so. Also solche Unsinnigkeiten, ja, die hören wir ja ununterbrochen. Genau deswegen müssen doch Astrologen was lernen über Astrologie. Das hatten wir ja gestern. Ja, unser Geschäft ist die Deutung. Ja, aber nicht nur, die ist ja nicht völlig abgehoben im Raum. Ja, da habe ich nichts dagegen. Also. Sondern es gibt ja gewisse astrologische Grundlagen. Ja. Ja, ja, also da finde ich jetzt schon, und das, was der Wolf uns gestern gezeigt hat mit dem Eris, also das solche Dinge finde ich wichtig, ja, weil das eine ganz nochmal eine andere Basis gibt dafür zu sagen, warum zeichne ich was ein ins Horoskop und warum nicht. Ja, aber sind wir uns ehrlich, wer von uns weiß schon, wie die Häuser berechnen geht? Oder wer von uns weiß schon, wie ein Planeten berechnet geht? Und ist es notwendig? Ja, aber das heißt doch nicht, dass man sich nicht da mehr darum bemühen kann oder dass wir das wieder mehr in den Fokus brauchen. Ich muss kein Auto bauen können, um es fahren zu können. Genau. Das ist nicht der Punkt, Entschuldigung. Und generell zu sagen, wir müssen uns von Astronomie entfernen, ist genau das, was gewünscht wird, ausgelöst durch sogenannte Mainstream-Informationsstrukturen. Und es ist natürlich völlig hilflos, sich dem zu beugen und zu sagen, ja, ja, klar, ihr habt recht, weil wir sind viel besser aufgehoben bei dem, bei dem, bei denen, um uns dann in Anführungsstrichen sicherer zu fühlen. Warum? Es gibt ein Häusersystem, das heißt Ich-Kreis. Finde ich wunderbar. Ist relativ jung, der Ich-Kreis. Ich weiß nicht, wer damit arbeitet oder es kennt. Aber ich kenne eine Reihe von Kollegen, die haben irgendwann die Häuser abgeschafft für sich, weil sie sagten, mir reichen die Quadranten. Und mit dem Ich-Kreis jetzt gearbeitet haben gesagt, also das finde ich irgendwie ganz passend für mich. Was auch immer das ist. Es ist aber wohl ziemlich an der mathematischen Grenze, ich weiß nicht, kann es nicht beurteilen, ich bin kein Mathematiker, vielleicht kann das andere, in der Relevanz in Bezug auf unseren Gesamtzusammenhang, so eine Erde, Topozentrik, was auch immer. Ich kann es, wie gesagt, nicht. Und ich glaube, dass je höher, und da finde ich dieses Anliegen sehr gut ausgedrückt, je höher die Kernkompetenz in Bezug auf der inhaltlichen Betrachtung dessen, was das ist, astronomisch als Grundlage, um dann den Interpretationshintergrund, ob das der Tierkreis ist, ob das die Darstellung sind, ob das dies oder jenes ist, ist völlig gleichgültig, weil die Frage ist doch, was kann ich in wem sehen und erkennen? Also was ist meine Adaptionsfähigkeit der vorhandenen Information in dieser Dimension der Wahrnehmung? Ja, Freis hat, Peter, du hast vorher gesagt, dass die Unterscheidung zwischen Bedeutung, also wir arbeiten mit Bedeutung, da gebe ich dir völlig recht, das sind völlig verschiedene Bereiche. Es passiert aber folgendes, meines Erachtens, wenn wir von Bedeutungen sprechen, was den Astrologen ausmacht oder ausmachen sollte, meines Erachtens, ist, dass er sagt, Bedeutungen haben trotzdem oder Bedeutungszusammenhänge haben eine objektive Realität. Und wir neigen dazu, und das ist wiederum das Paradigma, dass wir sagen, Bedeutungen sind immer subjektiv. Nur mit der Astrologie arbeiten wir mit Bedeutungen, die trotzdem eine objektive Realität sind. Weil wir ja im Grunde etwas objektivieren auf das Horoskop und da sozusagen die Bedeutung herauslesen. Als ob sie so, und die ist ja dann. Ne? Und das ist tatsächlich ein Problem in der modernen Astrologie, dass sie sich im Grunde unterwirft, diesem Paradigma, Bedeutung ist immer nur subjektiv, und dann kommen dann Gesetze, wie du gerade gesagt hast, für mich funktioniert das. Das ist für mich völlig unzufriedenstellend zu sagen, für mich funktioniert das. Wenn ich anfange zu sagen, ja, für mich funktioniert das, dann kann ich die ganze Sache vergessen und in die Tonne schmeißen, beziehungsweise kann sagen, dann brauche ich die Astrologie im Grunde gar nicht als Wissenschaft. Das heißt, und da sind wir an dem Punkt, wo es ist eine enorme Arbeit eigentlich ist für die Astrologie, jetzt im wissenschaftlichen, akademischen Bereich überhaupt eine Epistemologie zu entwickeln, um das zu erforschen. Ja. Das ist ja, da sind wir, glaube ich, noch meilenweit von entfernt. Und das hat natürlich auch damit, und
diese ganze Trivialastrologie, die wir ja auch als Astrologen beklagen, ja, glaube ich, würde in dem Maße zurückgehen, in dem wirklich eine wissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, ja, Arbeit geleistet wird und dadurch sozusagen eine, also nicht nur über den Klienten, der zufrieden ist, sondern dass wirklich auch auf einer wissenschaftlichen Ebene etwas veröffentlicht wurde? Nee, ein Diskurs. Diskurs entstehen müsste, der wirklich auch, ne, der und dann würde diese Trivialisierung, die würde dann zurückgehen. Ich glaube, diesen Maß dafür, wie wenig wir eigentlich in der Astrologie selbst einen wissenschaftlichen Diskurs haben. Mhm. Weil in anderen Wissenschaften und natürlich und damit einhergehend auch eine Anerkennung bekommen. Weil in anderen Wissenschaften, wo eine Anerkennung da ist, dann finden wir die Trivialisierung gar nicht oder viel, viel weniger. Also was passiert da, dass überhaupt diese Trivialisierung entstehen kann? Ich glaube, das hat damit zu tun. Deswegen ist es auch so wichtig, ich will sowas sagen, sich mit Astrologie-Skeptikern an einen Tisch zu setzen und diese Diskussion zu führen. Also ich habe ja vorhin die Gesellschaft für Anomalistik erwähnt. Edgar Wunder ist ja im Grunde diesen Weg gegangen. Der hat allerdings auch als Biograf und ist ja in der Universität auch irgendwo Fuß drin, auch einen Rückzieher gemacht, als er gemerkt hat, er müsste eigentlich für die Astrologie ein Argument in die Öffentlichkeit bringen. Da hat er sehr schnell gemerkt, was ihn da zurückgepfiffen hat. Ja. Von dem hört man nicht mehr viel, habt ihr vielleicht gemerkt, weil allein der Gegenstand Astrologie für ihn schon schwierig ist, auch wenn er ein Skeptiker ist. Aber ich sage nur mal trotzdem, in diesen Ebenen könnten wir gut kommunizieren und kann man auch einen Diskurs führen. Das geht auch zum Beispiel in akademischen Bereichen, die Spiritualität für möglich halten, wie zum Beispiel es eigentlich die Anthroposophen geschafft haben. Das ist ja ganz erstaunlich, dass die es geschafft haben, Schulen zu haben, das freie Universität gemacht zu haben oder die gesamte anthroposophische Medizin ist recht gut etabliert, Visita, Vala, wenn ich das nur erwähne, Demeter, die ganze gesamte Landwirtschaft. Das ist schon erstaunlich, dass was dort in einem relativ spirituellen Weltbild, das es auf jeden Fall geschafft hat, sich zu institutionalisieren und gewisse Strukturen zu haben, ganz egal, wie man dazu steht. Aber es ist also möglich. Das geht aber, weil dieser Diskurs irgendwie zusammenläuft. Da gibt es eine Diskursgemeinschaft, die ziemlich auf einem Level irgendwie miteinander kommunizieren kann. Zum Beispiel die anthroposophisch-medizinische Gesellschaft, in der sich ja viele, viele Ärzte zusammengeschlossen haben, oder die anthroposophische Psychotherapie. Ne? Auch da ist es wieder möglich. Ich war ja an so einer Klinik, da war es wieder möglich, astrologisch zu arbeiten. Ich konnte mit jedem Patienten das Horoskop behandeln. Das, aber eben nicht auf einer offiziellen Schiene direkt. Aber unter dem Schutzmantel, dass gewissermaßen solche Fragen der Patienten an den Therapeuten gerichtet werden. Und damit hat man ja die Basis. Wenn mich jemand fragt, darf ich ja dieses Thema auch erörtern. Aber das sind so, sage ich mal, Gemeinschaften, die es irgendwie schaffen, Diskurse herzustellen. Und das tatsächlich fehlt jetzt der Astrologie als Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal. Wo sie sich integriert, in andere Bereiche geht es wieder. Aber so die Astrologen unter sich, die sind dann wieder so ein Krüppchen, die sich manchmal auch selbst isolieren, manchmal. Und wo dann die Trivialisierung gewissermaßen halt greiflich wird. Ja, das mit den Astrologen, eben die Astrologen insgesamt, kann man ja auch sagen, wir grenzen uns ja total ab von den Astrologen, die eben diese Festival und solche Sachen machen, ne? Also die Scharlatane. Da ist ja auch innerhalb der Astrologie wird ja nochmal aufgespalten. Ja? Und da könnte man sich ja auch. Anthroposophen sind ein geschlossenes System. Richtig, aber immerhin. Und die setzen sich nicht mit den Kritikern, glaube ich, an einen Tisch. Ja. Das ist, und da denke ich, könnte man ja auch nochmal klar machen, vielleicht nach außen, dass es einfach verschiedene Ebenen gibt von Bedürfnissen von Klienten. Manche Klienten haben einfach das Bedürfnis zu fragen, was passiert denn morgen, weil sie Angst haben. Und andere Menschen sind eben auf einer anderen Ebene unterwegs.
dass man diese Betrachtung der Ebenen einfach auch ein bisschen mit reinnimmt. Dann muss man auch nicht diese Astrologen praktisch so abwerten. Das hat einen ganz anderen Stellenwert, das ist klar. Aber man würde das so ein bisschen wie, also mehr als Gesamtes betrachten. Ne? Man muss sich nicht da dann so trennen. Obwohl man ganz klar machen kann, dass wir eher eine Astrologie machen, wo es eben um die Freiheit des Menschen geht. Aber dazu muss er ja auch fähig sein. Ja, das kann immer noch vielleicht nicht jeder. Ja, das ist, finde ich, sehr spannend. Also du hast gerade gesagt, die wir sagen, die wir Trivialastrologen, als wir uns da trennen würden. Ich glaube, das ist ein Fehler. Wir sollten das nicht machen. Wir sollten eher sehr kritisch sein und einfach beobachten, wie wir selbst trivialisieren. Und zwar geht es da um ganz knallharte wirtschaftliche Verhältnisse teilweise. Ja, das heißt, wenn jemand zum Beispiel beratend tätig ist oder auch eine Schule hat. Ja, ich habe eine Schule, ich lehre heute viel weniger, ja, weniger Berechnung und Astronomie, als ich das vor 20 Jahren gemacht habe. Warum? Weil ich könnte meinen Klienten, die in die Schule kommen, das heute gar nicht zumuten. Ich habe den Eindruck, ich muss da reduzieren im Verhältnis zu einer Zeit, wo es keine Computer gab und man tatsächlich das Ursprung berechnen musste. Ja. Nur mal als Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Und in Beratungen hast du auch im Grunde so einen Effekt, wo sind wir selbst dabei, im Grunde auch zu relativieren, weil wir sozusagen als Astrologen in einem, ne, auch die wir sozusagen das als Beruf ausüben, sozusagen auch diesen Druck und diesen Verhältnissen zu uns auch anpassen müssen. Also wir sollten nicht den Fehler machen zu denken, wir sind die guten Astrologen und die seriösen Astrologen und da sind die Trivialastrologen. Ich glaube, das sind fließende Übergänge. Und wie Peter gesagt hat, es gibt unter dem Questico-Astrologen und der V-Astrologen, natürlich gibt es die, ja, und so weiter und so fort. Also und deshalb glaube ich, wenn diese Anthroposophie aufgreife, wenn da natürlich so Strukturen sind wie eine Universität oder wie, dann ist man sozusagen auch auf dieser ganz existenziellen Ebene sozusagen ganz einfach ganz anders eingebettet und geschützt sozusagen, und dort wirklich dann auch seriös zu arbeiten. Ja, das ist ein ganz... Eben, und genau dazu denke ich, warum sollten wir versuchen, die Astrologie wieder an die Universitäten zu bringen? Quatsch, wir könnten eine eigene Universität gründen. Einfach eine astrologische Universität gründen. Ja, so einfach ist es nicht. Ja, ich weiß schon, dass es nicht so einfach ist, aber einfach dieser Blickwinkel, ne, dass man immer versucht, anerkannt zu werden. Nein, wir können uns doch selber anerkennen. Wenn hier in den Kreisen trivialisiert wird, geschieht wohl, glaube ich aber nicht, dass die Freiheit damit verwendet wird. Wie es zum Beispiel, so wie wir es mal Trivialastrologie nennen, der Fall ist. Oder? Das ist jetzt einfach mal eine Frage. Okay, hier findet eine Trivialisierung statt. Zum Beispiel in den Kreisen, wie wir eben gesagt haben, durch weniger Brechung und so weiter. Aber ich glaube trotzdem. Oder durch Beratungen, die viel schneller gehen. Ja. Ja? Also jemand ruft an, ich soll ein Horoskop gucken und soll eine Beratung machen. Ja, das ist ein Unterschied, als ob ich mich erstmal hinsetze und darüber schlafe, über das Horoskop zu machen. Einfach schon einfach so diese Linie. Trotzdem noch ein gewisser Unterschied, dass das hat mit Freiheit die Freiheit noch ihr Spiel behält. Oder? Das ist eine Frage. Also die Freiheit des Menschen. Ja, oder der Erweiterung der Möglichkeiten. Weil das weiß ich gar nicht, ob das jetzt. Das weil dann wäre das sozusagen ein Unterscheidungsmerkmal zu dem, was in TV ist. Ich frage mich beim Gebiet, was ist denn der Kompetenzbereich? Und am Anfang der Astrologie habe ich gedacht, wunderbar, das ist ein Sternenhimmel und da gibt es eine 1:1 Zuordnung zu einem Thema. Und wir haben aber heute gemerkt, oder gestern vor allem gemerkt, oh, das ist ziemlich wackelig. Das heißt, wir können uns nicht definieren zu einer 1:1 Zuordnung zwischen dem Planeten und dem, was wir hier machen. Und dabei, um die Anerkennung zu bekommen, die wir eigentlich nie kriegen können, weil es gar nicht so richtig, irgendwo gar nicht so richtig stimmt, da machen wir uns selber das Leben schwer. Wir müssen aber fragen, was ist unsere Kernkompetenz? Zum Beispiel eine Kernkompetenz ist, dass wir Zeitqualität erfassen können.
wenn wir damit arbeiten und das mehr nach außen bringen und dann wirklich sagen, was können wir aussagen und was eben nicht, dann können wir darüber wachsen. Also im Vergleich jetzt mit der Psychologie, da ist die Problematik, die Seele oder was immer dahinter ist, kann man gar nicht planetarisch messen oder durch eine mathematische Struktur erfassen, da ist es völlig klar, aber trotzdem merkt man, die Psychologie hat eine Wirkung, die hat eine, schafft Lösungsmethodiken, die den Menschen helfen. Gut, noch ein letztes Wort und noch überhaupt nicht an Pause. Entschuldigung, Wort. Ich hatte auch eine Wortmeldung und würde das kurz auch gerne anfügen. Der Aussaatkalender von Maria Thun ist für mich ein jahrzehntelang funktionierendes Beispiel für die Möglichkeiten der Zeitqualität im Ergebnis sichtbar. Ja, es gibt da, ich weiß nicht, wer es kennt oder nicht kennt, Maria Thun, es gibt endlose Serien von unterschiedlichen Momenten, an denen ich aussehe und so weiter. Die Ergebnisse sind überzeugend, gar keine Frage. Faktischer Zodiac, das ist jetzt nebensächlich. Also es geht einfach nur darum, Zeitqualität als Stichwort. Punkt. Die Trivialisierung und auch das hier, eine Nacht drüber schlafen, Astrologie oder eine Stunde Vorbereitung oder ähnliches. Wenn wir heute in der Lage sind, über wenige Tastaturbewegungen in Sekundenbruchteilen ein wahrscheinlich an Perfektion grenzend genaues, mit gegenwärtigen Mitteln anschaulich gemachtes Horoskop zu erstellen, gibt es keinen Grund zu warten oder was auch immer zu machen. Wenn ich dafür gebaut bin, diese Bilder spontan, intuitiv, aus Erfahrung, wie auch immer heraus zu interpretieren, kann ich auch das als Gesprächsinhalt anbieten. Ich muss keine Trennung von so und so viel Zeit und Besonderheit, oh, und da muss ich genau reinschauen oder ähnliches. Ich muss es nicht an ein Heldentum übersetzen. Ich kann es einfach nur, hey, was mir spontan einfällt. Ja, ich kann das zu einer ganz, ganz einfachen Dialogstruktur kommen lassen, die völlig ausreichend sind in 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten. Das ist genauso Astrologie wie eine psychologische, unterfütterte, 3-stündige Beratung oder was war dein Wort? Was machst du? Eine Beratung? Besprechung auf Basis eines Horoskopes. Und das finde ich wichtig, dass es genauso eine respektable Arbeit ist, wie jeder andere auch. Und dass die ausschließlich vom Duktus und der Wortwahl abhängt, um diese Freiheit des anderen vollständig zu respektieren und anerkennungswürdig zu sein. Okay, das war's. Okay. Ja, also ich bin auf jeden Fall gegen das Wissenschaftsbashing. Und was ich einfordern würde, ist mehr wissenschaftliche Redlichkeit unter den Astrologen. Das heißt, es geht darum, unsere Arbeit für andere nachvollziehbar zu machen. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Voraussetzung wäre. Und das ist aber ganz schwierig durchzusetzen, weil sich viele von uns nicht in die Karten schauen lassen wollen. Aber das wäre eine Voraussetzung, damit ein Diskurs überhaupt stattfinden kann, in dem wir ernst genommen werden. Solange wir nur intuitiv argumentieren, wird uns kein Mensch allererst. Also wir zwacken uns die Pause ab, wenn wir noch kurz weiter diskutieren. Ja? Ich hätte eigentlich auch noch etwas an dieser Stelle, finde ich das sehr wichtig. Ich glaube, die Problematik der Astrologie liegt nicht in unseren externen Feinden, wie auch immer, und auch nicht in den internen Verrätern oder was auch immer, sondern das Problem der Astrologie ist meiner Meinung nach das, dass wir die theoretischen Grundlagen, die vielen Probleme, die wir da haben, sei es die Häuser, sei es die Prognosen, was auch immer, sei es die Transplutonier oder was auch immer, oder Transneptunier, dass wir diese Fragen nicht ausdiskutieren. Fragen, die gestern gestellt wurden, von der optischen Wirklichkeit zur der bezeichneten Wirklichkeit, das kann man zur Kenntnis nehmen, alles, aber es wird nicht aufgearbeitet, es wird da nicht, wie du gesagt hast, der Diskurs ist einfach miserabel. Noch letztes Wort. Ich wollte nur zu Maria Thun sagen. Maria Thun ist genau genommen die größte Ohrfeige für die Astrologie. Bei allem Respekt für ihr, dass sie recht haben kann. Aber sie ist genau die, die mit dem faktischen Zodiac ein anderes Weltbild sehr gute Erfolge hat
aber das muss ja die Öffentlichkeit total irritieren. Wenn du in einen Gemüsekalender schaust und dort siehst, dass Jupiter im Löwen steht. Mhm. Ja. Aber genau das ist es, was die Öffentlichkeit, sie mag ja funktionieren, aber das ist es, was die Öffentlichkeit sagt, da gibt es so viele Schulen, da gehe ich lieber zum Rudolf Steiner, da gibt es eine komplette Philosophie. Und das irritiert die Öffentlichkeit, dass die Astrologen so viele Schulen haben. Ja, aber da finde ich, kann man auch auf Augenhöhe argumentieren, nämlich bei den Medizinern, bei den Physikern. Es gibt überall ganz viele verschiedene Theorien und Hypothesen und die werden einfach verfolgt. Und eben, da kommt es wieder mit den Ebenen auch rein, dass man im Grunde das halt also darstellen muss oder kommunizieren muss oder für sich selber klar machen muss, was macht die Maria Thun. Warum funktioniert es vielleicht genau auch da und warum ist es auch richtig, dass sie da diesen praktischen Tierkreis nimmt, den siderischen, und warum arbeiten wir mit dem anderen? Also man muss es ja wieder nicht das eine ist falsch und das andere ist richtig, sondern in dem Zusammenhang ist vielleicht genau der richtig und in einem anderen Zusammenhang ist der andere richtig. Und das Problem würdest du eben mit einer Universität lösen, weil du dann alles studieren müsstest, weil du sonst kein Astrologe wärst. Das heißt, du musst sowohl das, was die Sphäre unterrichtet, kennen, du musst das, was der DAV kennen, du musst die Venische Astrologie kennen, du musst Astrologie kennen. Aber nein. Aber schau mal, was du gerade gesagt hast. Mediziner, es wird sich keiner einmischen zu sagen, hier, da habe ich eine Meinung, weil das ist zu weit weg. Aber jeder kennt sein Geburtsdatum, hat ein Sternzeichen und redet mit. Ja? Gestern Abend 80 Millionen Trainer vorm Fernseher. Hey, super. Das heißt, also die Trivialisierung entsteht einfach aufgrund dessen, dass wir, außer dass es einen Mond gibt und Planeten, nichts wissen. Also ich möchte sagen, ich bedanke mich für diese sehr intensive, interessante Diskussion.